als meine Mutter noch starb, bin ich mein Haus nach Sylt gefahren und ich bin ganz oft dann raus in den Garten, ist ja so Sternenhimmel da auch und die Hunde so dabei. Und da stand ich oft so in der Kälte und dachte, mein Gott, wie soll das weitergehen? Wie kriege ich das hin? Wie sortiere ich das? Auch dieser Verlust von Familie und so. Und irgendwann sage ich so laut in den Sternenhimmel nachts, denke ich so, ach, was wäre das schön, wenn es das geben würde, also dass meine Eltern zusammen wären. Und in dem Moment gibt es eine riesen Sternschnuppe. Ein Licht fliegt da in diesen Winterhimmel und ich spüre auf einmal, wie mein Vater mich, hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber es war wirklich so. Ich spürte, wie der mich als Kind so hat, der mich immer so nach dem Baden so in so ein Handtuch abgedrückt und mich geküsst und sagt, da ist da der Liebling und der Junge und so. Und dann spürte ich das und dachte auf einmal, das ist es.